Laut LP noch nicht, genau. So, wir gucken erstmal. Quirky, was bist du? Na, verdammt. Schade. Ja, aber jetzt schon. Ich nehme ja gerade ein LP auf. So. Schade, ich würde ganz gerne dieses Pokémon haben. Allerdings mit guten Stats wäre schon gut. Ach fuck, da kommt direkt das nächste Pokémon. Und ja, wieder das Mirapla. Ja. Whatever, das... Achso, du schläfst noch. Komm, wir run away. Und bevor jetzt irgendwas passiert, machen wir hier, zack, zack. Fly. So, was hat er jetzt gesagt? Saffrona City oder so, ne? City vor allen Dingen mit Z. Z wie City, weiß doch jeder. Hallo, Schwester... Nee, oh, sorry. Hallo, Schwester Joy. Meine Pokémon schlafen. Ja, dann gib sie mal her. Ich guck mal, was ich da tun kann. Ja, dann entschlafen sie doch mal hier meinen Turtok. Ja, Moment. Dann tue ich die hier mal auf meinen Laufband und dann werden die auch ganz, ganz schnell wieder fertig. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Ja, so, bitteschön, da sind sie ja schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hat jetzt ja eigentlich der Dying Shadow, hatte schon gesagt, was er macht? Ja, der macht da irgendwie so für sein Studium. Ach so, wir schreiben schon gar nicht mehr. Tschüss, tschüss. So. Und da war die Sprechblase auch leider schon zu Ende. Naja, Schwester Joy wieder. Oh, und da fragt den eigenen Shadow gerade, wie es dem Shadow geht. Ja. Ja, ich belasse es erstmal dabei. Der ist uns ja gerade mal wieder aufs Grandioseste, um das hier mal in Fachbegriffen auszudrücken, verreckt. Ja. Oh, guck mal hier. Hier sind wir richtig. Nur noch den... Oh, fuck. So, nochmal. Ach, jetzt müssen wir hier wieder den Weg finden. Mann, das war aber, glaube ich, gar nicht mal so schwierig. Können wir hier rennen? Nee. Oh, da sind wir schon da. Da war ich jetzt selbst von mir ein bisschen übertroffen, würde ich sagen. So, bla bla bla, Psychonetik und so weiter, alles ist schön. Alles ist gut, solange du wild bist und so, ne? Das war ja auch mal so ein ganz bekannter Film von, ach wie ist denn, da habe ich eine Tasse von nebenbei, so eine Teetasse. Hat mir meine Tante geschenkt und ein paar Monate später noch irgendjemand, ich weiß, aber letztendlich habe ich zweimal die gleiche Tasse. Und witzigerweise, ich mochte den Film gar nicht irgendwie, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich ihn geguckt habe. So, wir konzentrieren uns hier auf das Kadabra, welches hier mit Level 38 auf uns wartet. Und ich würde einfach mal sagen, Dark Attack sollte doch hier relativ effektiv sein. Ja, das bestätigt uns hier auch die Leiste unten hier in diesem schönen Grau-Schwarz-Ton. Dementsprechend wollen wir kein Risiko eingehen und machen das Ganze hier einfach mal normal, damit das Kadabra hier keine Chance hat, sich irgendwie aufzumotzen. So, verrecke, mein Guter, verrecke. Das gibt natürlich schöne XP. Ach, den konnte ich noch nie leiden, aber ich glaube, der ist gar nicht mal so krass. Von daher würde ich den jetzt einfach mal hier wegfegen von dem Bildschirm. Und ich versuche es einfach nochmal, damit der Shadow jetzt auch ein bisschen Happiness bekommt. Ah, Gott sei Dank, okay. So, ist das schön. Mehr wollte ich auch eigentlich noch gar nicht so. Wer bringt es zu Ende? Ich würde jetzt nochmal... Ach komm, ich... Ach, das war eine dämliche Entscheidung. Ah, Mr. Bubbles, du bist so dämlich. Ja, ich weiß. Ich mag Kekse. Ja, jeder mag Kekse, Mr. Bubbles. Aber trotzdem, du kannst doch nicht ein Psycho-Pokémon gegen einen Psycho-Pokémon kämpfen lassen. Ja, aber ich mag Kekse. Ja, wir wissen's. Und ich rede jetzt schon mit mir selber. Es ist unglaublich. Psybeam und Gibbeam. Vielleicht haben wir hier eine kleine Chance. Das Level macht's dann vielleicht. Wobei das Level ja ähnlich ist nebenbei. Oh, verdammt. Wir sind hier, glaube ich, ziemlich in den Arsch gekniffen. Und, dann müssen wir wieder hier auf unseren Turtok natürlich zurückgreifen, welcher hier im besten Falle das Rennen machen wird, sofern, gut, Psybeam sollte er überleben, so gerade eben, und ich würde jetzt hier auch keine Gefahr mehr irgendwie, auf mich ziehen wollen, von daher, super effektiv ist immer super gut, und die beiden letzten Pokémon, die schaffen wir auch noch irgendwie, da bin ich mir relativ sicher. Shadow bekommt auch noch ein paar XP, so lobe ich mir das, und jetzt kommt der nächste. Nee, jetzt kommt erstmal... Okay. Damit habe ich so nicht gerechnet. Der kann auf jeden Fall meine Pokémon stunnen. Das möchte ich natürlich erstmal vermeiden. Das heißt, wir werden jetzt hier mit Simsala draufgehen, weil wenn Simsala, der dürfte sowieso
nicht einschlafen können. Ich glaube, der hat da seine, seine Effekte, weißt du? Der schiebt Effekte und so, weißt du, Mann, Digga? So, wir gucken mal. Psybeam, so ist es schön. Super effektiv. Sollte es das schon mal gewesen sein? Das ist es gewesen, meine Freunde. Und jetzt kommt noch sein letzter Simsala, oder beziehungsweise ihr letzter Simsala. Ich meine, so wäre es gewesen. Und dann hätten wir das Ganze ja auch schon mal in Ruhe durchgekaut, meine lieben Freunde. Das sah beim letzten Mal noch extrem schlecht für uns aus, aber heute hat er, beziehungsweise die Sabrina hieß sie, glaube ich, überhaupt keine Chance. Wir machen jetzt hier, nochmal ein... Wollte ich doch gar nicht. Halt doch mal das Maul. Das wäre ganz nett von dir. Wir werden das Ganze hier nochmal mit... mit Turtok beenden. Denn Turtok hat auf jeden Fall die Dark Attack. Die hätte zwar Shadow auch gehabt, aber ich möchte natürlich... Moment. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn ja, nimm dir zu Herzen, wenn... Tuff Tuff was schreibt, sonst gibt sie irgendwann auf. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht wirklich, wie es gemeint ist. Ich denke mal, es bezieht sich auf die Kommentare, aber so viel ich weiß. Ach so, es geht um den Takedown oder was? Ja, komm. Wollen wir nicht so kleinlich sein? Also für die Leute, die jetzt nicht ganz im Thema sind, hörst du wohl auf, dich zu regenerieren? Das war letztens schon das Problem. Critical Hit, so ist es gut. Super effektiv ist es auch. Ach, perfekt, schön. Damit wäre das Ding geschehen. Ja, es wurde bemängelt, dass ich zu häufig den Takedown einsetze, obwohl andere Attacken effektiver sind. Habe ich nebenbei auch schon mal probiert, im LP selbst zu erklären, warum ich das mache. Ich wollte einfach, weil es gibt ja bestimmte Attacken, die nur zu... Also, Attacken sind ja generell nicht immer unendlichbar, gibt's das Wort? Man kann die Attacken nicht unendlich einsetzen. Und wenn der Gegner nur noch ein bisschen HP hat, dann nehme ich halt eine Attacke, die weniger effektiv ist, aber den Gegner auch kaputt machen würde, um dann halt die richtig dicke Attacke zu safen. Das war halt meine Überlegung dabei und genau deshalb nehme ich Takedown. Es ist mir natürlich schon bewusst, weil ihr es mir auch halt geschrieben habt in den Kommentaren. Deshalb, das nehme ich mir schon zu Herzen, so ist es nicht. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten weg? Ich lauf mal random so hier entlang. Nee. Nee. Hier war es soweit schon ganz gut, oder? Nee. Hier bin ich wieder zu weit. Jetzt sag bloß, ich finde hier nicht mehr raus. Das wäre ja die Höhe. Ich habe jetzt auch nebenbei nicht mehr so Lust, großartig jetzt nachzudenken. So. Nee. Aber von hier kann es denn jetzt nur noch der obere... Ah, okay. Oder der untere sein. So ist das schön. Das heißt, wir können uns jetzt direkt... dem nächsten Orden widmen. Ich schaue nochmal hier auf C war das. Orden 8 fehlt noch. Aber ich weiß nicht genau, ob wir dem schon gewachsen sind, dem Orden 8. Und ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wo der denn ist. Kleinen Moment mal bitte. Der Hund frisst gerade Wäsche. So. Tschüss.